und über die Inhalte sprechen wollen. Hermann? Ja, was schade ist, dass ich Professor Mönninger nicht sehe, weil das war im Grunde genommen als Einleitung ursprünglich gedacht, nämlich mit dem etwas provozierenden Hinweis zur Bedeutung des öffentlichen Raumes im Berliner Kontext oder über den Prozess der Metamorphose vom Raum zum Produkt. Ist Professor Mönninger noch da? Oder hat er uns verlassen? Nein, ich glaube, er hat sich verabschiedet. Echt? Ja. Das finde ich ja sehr schade. Also gehe ich mal hier aus der Tüchte, der Thomas spult durch. Es geht wirklich ganz schnell, 3 Minuten. Klack, klack, klack. Das ist also praktisch die Zeitachse 1300 weiter. 1600 weiter, 1700, 1800, 1900, 1985, um das mal in den Bezug zu kriegen, 1920, das ist ja bis 1990, das ist ja so aus. So sieht es mal aus der Sicht der Linken. Das ist im Grunde genommen das Siedlungsgebiet hier in Berlin. Hier sieht man die Kernsiedlung, die lockeren Siedlungen. Wenn Sie die Folie groß machen. So, und daran kann man eigentlich ziemlich gut erkennen, dass Berlin im Grunde genommen 45% Siedlungsgebiet, 55% Forst, Landwirtschaft, Wasser, Grünflächen darstellt. Und das ist auch das Thema, was praktisch bei den Bürgern das Misstrauen sieht. Welche Begehrlichkeiten schafft das? Berlin ist eine Ansammlung von 82 Dörfern und Städten, die zusammengewachsen. Jetzt machen wir bitte weiter. Hier sehen wir das mal im Verbund mit, wie es aussieht, zusammen mit Brandenburg. Deshalb das Sternkonzept weiter. Hier in der Mitte sehen wir diesen sogenannten Hundekopf. Das taucht das erste Mal auf diesem Plan auf, so in dieser konkreten Form. Das tauchte dann im letzten Jahr auf dieser sogenannten IBA-Diskussion auf, als drinnen und draußen statt. Weiter. Hier sieht man, dass die Planer sich das vorstellen mit drinnen und draußen statt. Die Entwicklungsachse, das Zentrum und dann nur noch spezielle Dienstleistungs- und Gewerbe- und Entwicklungszentren in der Peripherie. Die blauen Pfeile sind aber eben auch die Einflugschneise und die Austauschschneise mit dem Umland. Weiter. So, das ist die Berliner Torte. Das hat man jetzt ein bisschen anders umgerechnet. Von der Statistik her, dadurch sind die Freiflächen etwas kleiner geworden, obwohl in der großen roten Torte eine ganze Menge sogenannter Brutto- und Abstandsflächen mit dazugehört, die natürlich auch, als Produkt entwickelt werden können. Mach mal bitte weiter. So, jetzt taucht auf einmal ein Plan auf. Das ist eigentlich der Plan, nach dem die Entwicklung des Tempelhofer Feldes planungsrechtlich geregelt ist. Ich stelle mal eine Frage. Hat jemand von Ihnen schon mal diesen Plan gesehen? 2. Da hinten war das eine Wortmeldung. So. Also, es ist im Grunde genommen, da kommt auch gleich noch ein Text, an dem kann man das sehen. Die Entwicklung von Berlin ist planungsrechtlich nach der Wende definiert worden über die Entwicklung seiner Flughafenstandorte und hat dann die Stadt aufgeteilt in verschiedene Entwicklungsbereiche. Also was macht man? Eine Stadt, die praktisch eben polyzentrisch ist, die versucht man hier krampfhaft in eine Achse oder beziehungsweise in eine Zentrierung reinzubekommen. Und in diesem Plan, das ist der sogenannte Masterplan Gateway, in diesem Plan ist eben schon 1999 ist der entwickelt worden,
Rechtsverordnung zwischen Berlin und Brandenburg festgesetzt worden als Landesentwicklungsplan, dann auch so, wie soll ich sagen, betrachtet worden, dass die ganze Entwicklung von Berlin einzig und allein von der Entwicklung ihrer Flughäfen abhebt. Das ist das zentrale Steuerungselement, was sich die Stadtplaner ausgedacht haben. Das ist mit keinem Menschen diskutiert worden, das kennt kein Bürger, das kennt auch kein Parlamentarier. Das ist der eigentliche Skandal und das ist meines Erachtens nach auch der Grund, dass eben diese Skepsis vorhanden ist, dass der Senat was ganz anderes vorhat, als das, was er nämlich uns erzählt und was er als Begründung sagt. Mach mal weiter. Genau. Buch, Hauptbahnhof Berlin, historische Mitte, Medienstadt, Gleisdreieck, Wissenschaftsstandort Adlershof, Flughafen BDI. Und man sieht hier eindeutig, es gibt hier praktisch diese Ausstrahlung. An den Farben kann man sehen, das ist Entwicklungsachse Innenstadt Flughafen. Das geht hier, das muss man auch verstehen. Flughafen, das ehemalige Flugfeld Tempelhof, ist Teil des Flughafen BDI. Es ist so, als Bahnlogistik, das sind praktisch die Gewerbeflächen, die im unteren Südrand geplant sind. Die machen nur Sinn im Zusammenhang mit den Gleisen, die dort liegen und der direkten Anbindung an BER. So, machen wir weiter. Das ist also hier dieser gemeinsame Landesentwicklungsplan, der von der, es gab ja in den 90er Jahren dieses Volksbegehren zur Fusion zwischen Berlin und Brandenburg, das ist ja an Brandenburg gescheitert und man hat aber trotzdem seine Pläne weiterverfolgt in einer sogenannten gemeinsamen Landesplanung, die sitzt in Potsdam und ist für uns Berliner mehr oder weniger nicht so einfach zu erreichen, aber wir sind drauf gekommen, weil wir sind einfach mal ins Berliner Ministerium gegangen für Stadtentwicklung und haben uns die Pläne angeguckt, die da an der Wand hängen, weil Gesetze in Form, die findet man immer im Ministerium, die müssen dort ausgehängt werden. Ich kann das jedem empfehlen. Geht mal in eure Ministerien und schaut euch an, was dort an den Wänden hängt. Und passt auf, wenn ihr euch ankündigt, kann es mal sein, dass auch mal für ein, zwei Tage ein Planer nicht hängt. Das ist jetzt bei der Wasserbehörde passiert. Aber deshalb muss man da öfter hingehen und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir Bürger anfangen, selber das Heft, sagen wir mal, unser eigenes Geschick in die Hände zu nehmen und uns dafür auch einzusetzen. Machen wir uns kurz weiter. Hier sehen wir das. Und das ist das Interessante, das ist unsere Vermutung, dass die in der letzten Woche noch ganz schnell ihre Baugenehmigung verändert haben, nämlich von dieser Abwasserbehandlungsanlage, die mit diesem Gesetz überhaupt nicht übereinstimmt und dann praktisch etwas gemacht haben, wo wir auch wirklich Chance haben, mit der Klage durchzukommen, weil es nicht mehr sich um ein privilegiertes Bauvorhaben handelt. Der entscheidende Satz, Nils Rickert hat ihn vorhin schon vorgelesen, in dem Moment, wenn BER in Start geht, dann wird aus dem Symbol bestehender Verkehrsflughafen die Flächendarstellung Siedlungsbereich. Das ist praktisch der Hebel, der da umgelegt wird. So, das Interessante, weil das ist ja auch eine Vorbereitungsveranstaltung ist für unsere Einsprüche bzw. Einwendungen im Rahmen dieses B-Plan-Verfahrens. Hier hätten wir tatsächlich eine Chance. Weil hier in diesem Landesentwicklungsplan sind nämlich noch naturschutzrechtliche Ziele definiert, wie sie heute im Berliner Naturschutzgesetz so in dieser Form und in dieser Stärke nicht mehr drin enthalten ist. Deshalb wäre das ganz wichtig, meines Erachtens nach, dass die Anwälte des BUND praktisch sich auch mit diesem Landesentwicklungsplan intensiv auseinandersetzen. Ihr erhaltet von mir auch weiterhin, was auch wichtig ist, der sogenannte Aufhebungsbescheid, Planfeststellung,
der also die Aufhebung der Betriebsgenehmigung vom Flughafen ist. Dort finden wir eigentlich die Ansätze, die aufzeigen, dass das, was im Moment auf dem Feld, mit dem Feld uns vorgestellt wird, dass das im Grunde genommen eine Rechtsnormenkollision darstellt und dass das Rechtswidrig ist. Mal bitte weiter. Dieser Masterplan, und das ist das Interessante an diesem ganzen aktuellen Verfahren, der keinerlei rechtliche Bedeutung hat, aber es ist das Phänomen, der wird in allen, von allen Behörden aber schon so ernst genommen, als hätte er tatsächlich, als wäre es eine rechtsverbindliche Vorgabe. Das ist ein Skandal. Das ist eine Skizze, aber alle Genehmigungen, die Sie erteilt haben, haben Sie aufgrund dessen, dass es diesen sogenannten Masterplan gibt. Der Masterplan steht im Widerspruch zum Flächennutzungsplan. Hübsch hat es ja vorhin kurz dargestellt. Das Verfahren in Berlin müsste ein anderes sein. Sie haben aber wegen des Tempelhofer Feldes schon früh angefangen, Planungsrecht zu ändern, so zu modifizieren, dass Sie, obwohl die Veränderung des Feldes nach geltendem Recht und Gesetz nicht mehr möglich war, und einfach deshalb, weil es auch bei uns in der Verfassung so drinsteht, Eingriffe in den Naturhaushalt sind zu vermeiden. Wenn sie aus übergeordnetem Interesse nicht vermeidbar sind, was weiß ich, Landesverteidigung oder Müll oder sonst irgendwas, ja, dann sind sie nur in geminderter Form zulässig und auch nur dann, wenn sie ausgeglichen werden. Aber wir werden auch gleich von Christiane Bongartz hören, was sie machen. Wenn sie nämlich an so einen Punkt kommen, wo sie es nicht ausgleichen können, dass sie dann sogar anfangen, Rechtsverordnung zu machen, dass sich dann unter Umständen außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes. Darf ich kurz fragen? Nicht. Das übergeordnete Interesse. Am Dienstag habe ich gehört, also rausgehört, als Senator Müller gesprochen hat, dass der Senat ein übergeordnetes Interesse hat. So hat er das dargestellt. Aber ist es definiert? Gibt es eine Definition von einem übergeordneten Interesse? Das, vielleicht hat Nils Rickert. Das hat was mit dem Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz zu tun. Mit dem Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz geregelt wird erstens, dass keine Trennung von staatlichen und kommunalen Interessen mehr gemacht wird. Berlin ist zur Einheitsgemeinde geworden. Dann gibt es eine Verteilung zwischen den Verwaltungsebenen und die Legitimierung, dass der Senat es exklusiv macht. Ist das übergeordnete städtebauliche Interesse. Okay, so habe ich mir das gedacht. Und eigentlich ist die Frage... Ich denke, wir machen jetzt erst noch mal ein bisschen Hermann Bages zu Ende, Entschuldigung, aber... Und dann würde ich gerne den Herrn Kemper als Rechtsanwalt dazu befragen. Ja. Und dann würde ich die Runde wieder öffnen, wenn Ihnen das recht ist. Das ist der Flächennutzungsplan. Und der ist verbindlich. Von 94. Ich selber habe an diesem Plan mitgearbeitet und ich bin damals ausgestiegen, weil ich schon gemerkt habe, dass sie nicht bereit sein werden, das zu akzeptieren, was eigentlich bei uns als Grundsatz im Umgang mit unserer Stadtnatur und überhaupt mit der Natur ist. Das ist praktisch das Freiraumkonzept des Flächennutzungsplans. Hier kann man das erkennen. Das war auch immer das lange Ziel in Berlin, die Zusammenlegung Hasenheide und Tempelhofer Feld. Und damals hat man eben, anders als noch in den 70er Jahren, da war die Fläche größer. Es gab in den 70er Jahren gab es keine Vorstellung, dort zu bauen, sondern es war insgesamt als Ausgleichsfläche für die vorhandenen Defizite in den angrenzenden Wohnquartieren. Und so ist es Gott sei Dank auch noch in dem Landesentwicklungsplan drin. Wie gesagt, wir können sie im Grunde genommen mit ihren eigenen Waffen schlagen, wenn wir das Verstehen auch richtig aufs Tablett setzen.